Es läuft noch. Echt? Damit du nicht Stopp machst. Jo Leute, die meisten von euch haben sich eine Fortsetzung gewünscht und deswegen gibt es heute nochmal 40 verrückte Phobien. Intro. Arachibutyrophobie ist die Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Orthophobie ist die Angst vor dem Eigentum. Schmeiß alles weg. Zibophobie ist die Angst vor Nahrung. Ah! Ah nee, stimmt ja, der ist ja leer. Ich bin ja pleite. Paraskavedekatriaphobie. Paraskavedekatriaphobie ist die Angst vor Freitag den 13. Und ich halte jeden Menschen für bescheuert, der vor Freitag den 13. Angst hat. Telefonophobie ist die Angst vorm Telefonieren. Gymnogastriaphobie ist die Angst vor nackten Bäuchen. Koitophobie ist die Angst vor Geschlechtsverkehr. Apirophobie ist die Angst vor der Unendlichkeit. Eichmophobie ist die Angst vor spitzen Gegenständen. Eluophobie ist die Angst vor Katzen. Katisophobie ist die Angst vorm Sitzen. Hey Micha, schön, dass du da bist. Hey. Komm doch her. Schön, dich zu sehen. Jetzt setz dich doch erstmal. Diese Phobie, die ich hier unten mal aufgeschrieben habe, ist die Angst vor langen Wörtern. Und sie hat verdammt nochmal 36 Buchstaben. Epistemophobie ist die Angst vor Wissen. Boogiephobie ist die Angst vor Kobolden. Alles klar. Agatheophobie ist die Angst vor Geisteskranken. Krematophobie ist die Angst vor Geld. Frigaphobie ist die Angst vor Freitagen. Nicht schon wieder Wochenende! Hypertrichophobie ist die Angst vor Haaren. Kerontentophobie ist die Angst vor herabstürzenden Satelliten. Anableophobie ist die Angst davor, hochzusehen. Rhypophobie ist die Angst vor dem Stuhlgang. Fuck! Skolionophobie ist die Angst vor der Schule. Dextrophobie ist die Angst vor Dingen, die sich an der rechten Körperhälfte befinden. Gut, dass ich Linksträger bin. Anatidadeophobie ist die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Papaphobie ist die Angst vor dem Papst. Onirotmophobie ist die Angst vor feuchten Träumen. Doxophobie ist die Angst, eine Meinung auszudrücken oder die Angst, Lob zu erhalten. Klinophobie ist die Angst davor, ins Bett zu gehen. Anophelophobie ist die Angst davor, die Frau beim Sex zu verletzen. Barophobie ist die Angst vor der Schwerkraft. Arithmophobie ist die Angst vor Zahlen. Allodoxophobie ist die Angst vor einer Meinung. Semiphobie ist die Angst vor Nacktmullen. Eosophobie ist die Angst vor Tageslicht. Bergeinophobie ist die Angst vor Ausverkäufen. Akustikophobie ist die Angst vor Lärm und Geräuschen. Venustraphobie ist die Angst vor schönen Frauen. Eurotophobie ist die Angst vor weiblichen Genitalien. Eine Frau, die mich zum Schreien bringt. Phobophobie ist die Angst vor der Angst. Und Panophobie ist die Angst vor allem. Wer soll das Einfachste? Einfach Panophobie haben. Man muss den ganzen anderen Scheiß nicht merken. So, meine Marmeladenbäumchen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da und checkt auch den Kanal von der kleinen Tanne aus. Um nichts zu verpassen, einfach auf Abonnieren klicken. Genau, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! Kekse. Das wird schon so passen. Ja. Geschnitten sieht das gut aus.